Herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Feuerwerkskörper der Kategorie F1. Feuerwerkskörper der Kategorie F1 sind Feuerwerkskörper, von denen eine sehr geringe Gefahr ausgeht. Man nennt diese Feuerwerkskörper auch Kleinstfeuerwerk, Ganzjahresfeuerwerk oder Jugendfeuerwerk. Das liegt daran, dass man diese Feuerwerksartikel ab 12 Jahren kaufen darf. Und zwar, man darf sie das ganze Jahr über kaufen, 365 Tage im Jahr, sonntags natürlich nicht. Und man darf sie auch das ganze Jahr ab 12 Jahren verwenden. Wenn jemand jünger ist, dann darf er das in Form einer älteren Begleitperson tun. Beispielsweise ist es auch so, dass diese Feuerwerkskörper der Kategorie 1, die haben eine Begrenzung der Lautstärke. Das heißt, Knallkörper sind generell nicht vorgesehen, also Sachen, die knallen. Und Feuerwerkskörper, die aufsteigen, also die nach oben fliegen, sind in Kategorie F1 auch nicht vorgesehen. Es ist so, dass der Lautstärkepegel begrenzt ist. Das heißt, es gibt ja solche Artikel, die knattern, knistern und so weiter. Und dieses Knattern und Knistern, das darf in einem Meter Entfernung nicht lauter sein als 120 Dezibel. Dezibel ist eine Lautstärkeeinheit. Das ist ungefähr vergleichbar, als wenn man jetzt einmal etwas lauter in die Hände klatscht. Das sind 120 Dezibel in einem Meter Entfernung. Wir sehen auch noch, die 120 Dezibel Grenze gilt ja auch für Feuerwerkskörper der Kategorie F2, das sehen wir in einem anderen Video. Dann ist es allerdings 120 Dezibel in 8 Meter Entfernung, das ist dann schon ein wesentlich lauterer Knall. Das sind auf jeden Fall einige Beispiele für rechtliche Bestimmungen. Dann ist es auch so, dass die Feuerwerkskörper der Kategorie F1, da gibt es einige, die sind für Wohnräume zugelassen. Das steht da immer drauf, dass man die auch in der Wohnung zünden kann. Das ist allerdings natürlich bei ganz wenigen so. Ein Beispiel dafür ist eine Zimmerfontäne. Die kann man in der Wohnung zünden. Ich zeige dir übrigens gleich in dem nächsten Video, was im Anschluss kommt, zeige ich dir ganz viel. Ich war richtig, richtig fleißig und fett einkaufen und habe wirklich versucht, alles, was es so auf dem Markt gibt für Feuerwerkskörper der Klasse 1 irgendwo zu besorgen. Also alle Arten von Feuerwerk, natürlich nicht von jeder Marke, dann hätte ich hier einen ganzen Wohnraum voll. Aber dass ich zum Beispiel Vulkane, Fontänen, hier solche Knallpistolen, das ist ja auch Klasse 1, Knallerbsen und den ganzen Klimbim, den es da so gibt, dass ich dir von jedem, auch Tischfeuerwerk, dass ich dir von jedem etwas zeige, was es so gibt. Das kommt jetzt in dem nächsten Video und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Da gehe ich dann auch ein auf die Netto-Explosivstoffmasse oder auch die Satzmenge, weil auch die Satzmenge ist in den Feuerwerkskörpern der Kategorie 1 begrenzt. Das kommt jeweils auf den Feuerwerkskörper drauf an. Jeder hat eine andere Satzmenge, die da zugelassen ist, aber das erfährst du auch in dem nächsten Video. Tschüss, bis bald.